Moin, ihr lieben Leute da draußen, hier spielt's mal wieder, euer FoxyLP. Ihr passt mir wie Arsch auf einmal, kann ich nur sagen. Ihr wisst, wie es läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Player-Bewertung. Heute am Start FoxyLP. Tja, wir gehen unseren Bewertungsbogen durch, wie immer im Prinzip. Und wir beginnen beim Kanaldesign zum Hintergrundbild Wulfgar. Ja, hallo Leute, also Hintergrundbild gefällt mir richtig genial. Also ich sag hier gleich vorneweg, das ist ein guter Kanalhintergrund. Hier geben wir auf jeden Fall die 2 Punkte. Warum ist das so? Wir sehen rechts, links, er hat da so eine Art Kanalverlängerung da eingebaut mit weichen Verläufen. Und zur rechten Seite hin ist halt ein weißer Hintergrund, zur linken Seite ein schwarzer Hintergrund mit Flammen. Dann hat er hier Minecraft eingebaut, was auch ein Projekt von ihm ist. Sein Name halt schön hier eingebaut. Hier unten hat er nochmal von Assassin's Creed die Figur, Alter ihr oder je nachdem, wer da die Spielfigur war, Ezio Auditore, genau, so hieß der ja. Und hier nochmal ein Fahrzeug, dann hat er das hier auslaufen lassen mit einem weichen Verlauf dann auch in das Weiße rein. Ist mal ganz was anderes hier von Battlefield, also es ist alles projektbezogen, was er so im Moment am Laufen hat. Und ja, hier oben Facebook und Twitter ist halt noch kein Partner, kann er halt noch nicht verlinken zurzeit. Hier oben Arsch auf Eimer, das hat er immer so in seiner Begrüßung drin. Also passt irgendwie alles so auf sein Eingangstor hier zu seinem Kanal. Finde ich richtig schick, richtig nice gemacht. Von daher von uns die 2 Punkte. Ich kann es auch noch mal kurz ganz zeigen, das mache ich eigentlich immer grundsätzlich. Ihr seht es, eine kleine Vorlage verwendet hier, aber das ist schon alles echt okay so. Ja, als nächstes hätten wir dann die Kanalbeschreibung, das macht dann wieder unser Shay. Ja, gut, zur Kanalbeschreibung und frag mich zwischendurch keinen Scheiß, den ich nicht weiß. Das geht an dich, Wolfgang. zur Kanalbeschreibung. Ja, wir haben hier erstmal oben drin die Ankündigung, jede Woche ein Commentary und das immer Freitag. Zumindest ist das so der aktuelle Stand. Das hat er hier auch nochmal drin in seiner Kanalbeschreibung. Vielleicht auch, was nochmal später wichtig wird, er schreibt hier, ich bin FoxyLP und mache Videos nach Lust und Laune und nicht nach Gesetz. Ist ja grundsätzlich eine ganz gute Einstellung, aber da kommen wir nochmal später drauf. Er hat hier eine Angabe zu den Projekten. Jetzt ist nicht ganz klar, ob das irgendwie alles so weitergeht oder also ob das läuft, ob das irgendwie abgebrochen, beendet ist, wie auch immer. Da er aber Commentaries macht und teilweise halt Together-Projekte, die mal immer wieder auftauchen, keine Ahnung. Man kann es nicht sagen, ob da immer wieder was kommt einfach von und deshalb einfach keine Angabe ist, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Aber wir haben auf jeden Fall seine Projekte hier erwähnt. Dann hat er hier unten so eine kleine Subscriber-Übersicht. Ja, das ist ganz nett. Wichtig für die Leute, die wissen wollen, ist er bei Facebook oder Twitter, hat er hier auch alles eingebaut. Hier unten haben wir die angesagten Playlists und überhaupt haben wir hier dieses Blogger-Design wieder, die hochgeladenen Videos in der Mitte und auf der rechten Seite die angesagten Playlists. Ja, das ist an sich eigentlich ganz gut. Ich habe auch in die Videobeschreibung reingeguckt, da ist aber mehr oder weniger immer so eine Standardbeschreibung drin. Deshalb zur Kanalbeschreibung nur 2 Punkte. Gut, jetzt zur Videoqualität. Wulfgar, bitte. Bei der Videoqualität. 1 Monat zurück, 4 Wochen. Da muss ich gerade mal auf unsere Auswertung schauen. Also bei den letzten Videos hat er immer mal in 1080, das waren insgesamt 5 Stück. Vom 1.10. bis zum 11.10. hat er jeweils Videos in 1080 gebracht, aber die Masse von der Zeit her sind auf 720p. Und da haben wir gesagt, wir entscheiden uns im Moment für die 720p, wenn er diese 1080 natürlich weiter durchhält. Ist das eine super Geschichte? Kann nicht jeder, denke ich, sowas bringen. Aber wenn er es halt durchhält, lohnt sich das auf jeden Fall nochmal mit Full HD da bei ihm vorbeizuschauen und sich die Projekte anzuschauen. Also es macht dann schon Spaß, weil die Bildqualität auch dann dementsprechend sehr gut ist. Ja, wie gesagt, 3 Punkte. Als nächstes hätten wir dann wie immer die Audioqualität und den Kommentarstil. Da machen wir eine kleine Vorführung. Ihr kennt das ja mittlerweile alles von 1 Minute. Kann auch mal ein bisschen drüber oder drunter sein. Ihr habt es gesehen, das ist McDonald's versus Burger King. Und ja, der hat da einen schönen Kommentar dazu gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, sich das anzuhören. Ganz lustig, ganz witzig. Und wir spulen es jetzt mal ab. Viel Spaß dabei.
Moin ihr lieben Zuschauer da draußen, ich bin's mal wieder, euer FoxyLP. Ihr passt zu mir wie Arsch auf einmal, kann ich nur sagen, und heute mal mit einem Modern Warfare 3 Gameplay. Er spielt in einem 2 vs 2 mit einem 22:2. Dieses Spiel gehört meiner Meinung nach auf die schwarze Liste der MW3-Reihe, aber nun ja, ist ja von meinem Kollegen CODHD Games erspielt. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir zum Thema, und zwar heute habe ich das Thema ausgesucht. Burger King oder McDonald's, was ist besser? Meiner Meinung nach gibt es im Burger King echt geile Sachen, muss man schon sagen. Da gibt es recht richtig geile Sachen, aber ich muss sagen, die ganzen McChicken und die ganzen Gedöns, die schmecken einfach im Mac, ist mir 10.000 Mal geiler. Und deswegen wäre meine Meinung allgemein auf jeden Fall Mc's. Es geht meiner Meinung nach nichts über Mc's. Also Burger King kommt meiner Meinung nach lange nicht an Mc's dran. Mc's ist auch laut Statistik viel, viel öfter vertreten. Mc's ist einfach klasse. Natürlich soll man bei Mc's oder auch beim Burger King nicht wieder übertreiben. Alles klar, so viel zum Kommentarstil und zur Audioqualität. Ja, fangen wir direkt an mit der Audioqualität. Wir haben ab und zu ein Rauschen und ein Knistern gehört auf dem Mikrofon. Ich sag mal, bei den Commentaries ist ja auch nicht viel abzustimmen. Wir hören ja im Hintergrund eigentlich keinen Spielsound, sondern nur seine Stimme. Das ist im Großen und Ganzen ganz gut. Es liegt wahrscheinlich am Mikrofon, gehe ich von aus, weil so ein Knistern und manchmal Übersteuern, es kann am Eingangspegel liegen, liegt aber auch, könnte ich mir vorstellen, am Mikrofon das Knistern. Aber insofern trotzdem noch gut verständlich, Audioqualität, also hier 2 Punkte. Zum Kommentarstil, ja, da er eben auch viel Commentaries macht oder hauptsächlich Commentaries neben manchen Together-Geschichten, ist es so, dass er ein bisschen ja, private Themen aufgreift und ja, so persönliche Themen halt, ja, wo gehe ich eigentlich hin, McDonald's, Burger King und solche Geschichten oder hey, sein Gipsarm, Sportverletzung, ist Sport deswegen jetzt scheiße oder nicht und solche Dinge. Das ist eigentlich ganz spannend und witzig gemacht von ihm und das kommt wohl auch bei den Abonnenten recht gut an. Also insofern, das fanden wir eigentlich, war eine ganz ordentliche Unterhaltung und da gibt es von uns zum Kommentarstil 3 Punkte. Ja, wir kommen wie immer zum gigantischen Thema Kanalangebot und wir fangen an mit der Genrevielfalt. Wulfgar, bitte. Ja, Genrevielfalt. Ich scroll hier mal runter, ihr seht es hier. Für die Zeit, wo er jetzt am Start ist, Mitglied seit 23.07., 46 Videos insgesamt hochgeladen. Superhero Game, Minecraft, Death Rally. Ich mache hier mal komplett auf. So, ihr seht hier, was er alles hier macht. Modern Warfare, Battlefield, das sind alles größtenteils Commentary-Projekte. Dann hat er hier auch mal Let's Plays am Start, was meistens auch Together-Projekte sind. Und wo er dann nochmal mit Kumpels spielt, aber das ist halt mehr dann auch spielbezogen, die Commentaries. Da geht er hin, lässt sich von seinen Abonnenten oder von irgendwelchen Leuten, die halt gerne mal von ihm was Themenbezogenes hören, lässt er sich auch gerne mal ein bisschen was vorgeben, was er aufschnappt, ein bisschen recherchiert und dann auch in einem Commentary verfasst. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und daher haben wir gesagt, geben wir für die kurze Zeit, wo er jetzt auch hier am Start ist und was er bis jetzt gemacht hat, 46 Videos, gehen wir auf jeden Fall hin und geben die 2 Punkte. Da mache ich ja sofort hier die Plattform. Wie gesagt, er macht hier die Videos teilweise auch nicht selbst. Er lässt sich die auch zusenden, wenn man dann in die Videos reingeht. Ich weiß jetzt nicht, ist das hier gerade ein Video? Ja, genau, da lässt er sich auch Videos zusenden von Abonnenten oder von irgendwelchen Fans oder Freunden, wo er dann den Commentary drauf verfasst. Und das kann auch dann Xbox oder PS3 sein, aber das speziell betrifft ihn ja derzeit nicht. Also was er macht, ist eigentlich alles nur PC-bezogen und von daher gibt es da von uns den 1 Punkt. Ist das richtig so, Shane? Das ist korrekt. Ja, der guckt mich hier so komisch an. Er macht mich ganz unsicher hier, Leute. Also, jetzt kommt der nächste Punkt, das ist die Upload-Quantität. Da gebe ich dann hier mal jetzt an den Shane, sonst wird er hier ganz komisch. Okay, Upload-Quantität. Wir kommen zu Upload-Quantität. Ja, folgendes. Wir haben 2 Monate zurückgeschaut. Jetzt ist es so, ich habe einfach mal
wie immer die ganzen Videos komplett durchgeschaut bis zum, ich meine, das letzte Video war vom 18.10. Ich habe bis zum 18.8. zurückgeschaut. Im Großen und Ganzen bin ich darauf gekommen, ich habe versucht, irgendwie so ein tägliches, so einen täglichen Durchschnitt zu ermessen und es kommt eben nicht jeden Tag was von ihm. Er hat ja auch schon angekündigt, dass in Zukunft auch nur einmal die Woche was kommt, beziehungsweise er grundsätzlich auf dem Standpunkt steht, er macht das Ganze, wenn er Bock hat. Da aber im Prinzip die Let's Player und auch die Commentary-Leute einfach recht viel raushauen, ist das auch ein bisschen Bewertungsgrundlage bei uns, das ist klar. Hochgerechnet im Durchschnitt komme ich jedenfalls auf ungefähr zweimal wöchentlich bei ihm und das gibt bei uns einen Punkt. So, zur Regelmäßigkeit. Ja, bei Regelmäßigkeit muss man sich immer überlegen, wann fangen eigentlich Pausen an. Und ich denke, einmal die Woche ist alles keine Frage. Nur wenn es dann irgendwie 10, 12 Tage überschreitet, muss man schon sagen, da gibt es eine Pause. Und in dem Zeitraum, in dem wir jetzt geschaut haben, gab es eben mal eine 12-tägige Pause. 12 oder 13 Tage, glaube ich. Und dementsprechend haben wir hier gesagt, das sind seltene Pausen. Da kriegt er dann noch 2 Punkte für. Und ja, soweit dazu. Wolfgang noch einmal. Dazu muss man aber sagen, er hatte ja, wie gesagt, eben, ich glaube am Anfang wurde das schon mal von Shane angesprochen, er hatte eine Sportverletzung. Also das kann auch da Rückschlüsse drauf geben, wegen der Pause, warum das so war. Also ich gehe mal davon aus, dass er da halt mit dem Gipsarm oder mit der Gipshand nicht großartig irgendwas zocken konnte. Aber wir lassen es jetzt trotzdem erstmal so mit einfließen und bleiben dann bei den 2 Punkten. Gut, wir sind durch mit dem Bewertungsbogen. Ich gehe von oben durch. Kanaldesign 4 Punkte, Videoqualität 3 Punkte, Audioqualität 2 Punkte, Kanalangebot insgesamt 6 und Kommentarstil 3 Punkte. Das sind insgesamt 18 Punkte und entspricht 3 Sternen. Ja, dazu Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin. Und ich hoffe, ich meine, der Gips ist ja jetzt ab, habe ich gehört. Und ich hoffe, von dir kommt noch ein bisschen was. Von dir wird noch ein bisschen Commentary-mäßig, aber auch vor allem, du zockst noch ein bisschen. Ja, das hoffe ich einfach und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr in der nächsten Let's Player-Bewertung. Ja, von mir viel Erfolg weiterhin und wie immer, bye bye, Leute. Ciao.